Herr Präsident, meine Damen und Herren! Kein Flüchtling kommt nach Deutschland ohne Not. Und kein Flüchtling kommt aus Spaß hierher. Und was Flüchtlingsleben in Deutschland bedeutet, Sammellager, die weit weg von gesellschaftlichem Leben eingerichtet werden, keine Individualität, weil die Räume in der Regel überbelegt sind, keine Bildung, keine Arbeit und ein menschenunwürdiges Dasein mit Gutscheinen, zum Teil 1-Euro-Jobs oder ähnliche Dinge. Und ich meine, dass diese Schikane und diese Abschreckungspolitik endlich aufhören muss gegenüber den Flüchtlingen in Deutschland. Die Residenzpflicht, meine Damen und Herren, in der Tat, es gibt die Länderinitiative und es gibt auch einige Bundesländer wie Brandenburg, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Hessen und andere, die endlich dazu übergegangen sind, endlich mal die Residenzpflicht wenigstens in den Ländern aufzuheben. Aber was heißt denn das, wenn Menschen die Residenzpflicht in diesem Land haben, müssen sie zur Behörde gehen, fragen, ob sie einen Verwandten im nebenliegenden Land besuchen dürfen. Sie haben einen unglaublichen Aufwand mit Bürokratie und so weiter und so weiter. Und selbst die Referenten letzte Woche, die den Innenausschuss besucht haben, von den Ausländerbehörden, die Leiter von den Referenten, haben gesagt, die Residenzpflicht ist vor allen Dingen Verwaltungsaufwand, Bürokratie, Klagen zu beantworten und so weiter. Und Sie sind der Meinung, sie gehört abgeschafft. Und das sollte die Regierung sich mal hinter die Ohren schreiben. Man kann im Grunde genommen sagen, das Fazit ist, fachlich ist die Residenzpflicht überflüssig, politisch ist sie eine entwürdigende, diskriminierende Schikane gegen Schutzsuchende. Sie gehört im Namen der Menschenwürde ersatzlos abgeschafft. Und es gibt leider weitere in den 20 Jahren Asylpolitik nach der faktischen Abschaffung des Asylrechts Schikanen, wir haben es schon gehört, Asylbewerberleistungsgesetz. Das Bundesverfassungsgericht hat im Sommer bestätigt, das Gesetz verletzt die Menschenwürde, weil es zu geringe Leistung vorsieht. Das war schon lange klar für uns, aber die Regierung tat nichts. Frau Hiller-Ohm hat es eben schon angesprochen. Es gab eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die neue Eckpunkte für ein neues Gesetz vorlegen sollte. Wir warten Jahr um Jahr. 3 sind es inzwischen. Gestern ist uns das letzte Ergebnis mitgeteilt worden. Es heißt, ein abschließendes Eckpunktepapier ist wieder nicht beschlossen worden. Meine Damen und Herren von der Regierung, ich bin schon der Meinung, das ist eine unglaubliche Ignoranz gegenüber den Asylbewerbern und durch nichts mehr zu überbieten, was sie sich hier leisten. Der Bundesinnenminister hat sogar angekündigt, gegen dieses Verfassungsgerichtsurteil zu verstoßen. Er hat gesagt, migrationspolitische Erwägungen können kein Absenken der Leistung unter das psychische und sozialkulturelle Existenzminimum rechtfertigen. Herr Friedrich fordert damit, Asylbewerbern vom vermeintlich sicheren Heerstaaten das Taschengeld komplett zu streichen. Das will er Ihnen genau, und dieses Geld brauchen Sie genau, um die Deckung für ein wenig soziokulturellen Existenzminimums einzuhalten. Und aus diesem perfiden Grund wollen Sie hier wieder erneute Abschreckungspolitik betreiben und nehmen sogar mit Ansage in Kauf, Verfassungsbruch zu begehen. Und ich kann Sie hier nur auffordern, von diesen populistischen Plänen endlich Abstand zu nehmen. Weitere Schikanen sind zum Beispiel das Arbeitsverbot. Immerhin auf EU-Ebene, die würden sogar nach einem halben Jahr sagen, sollen Asylmenschen, also den Arbeitsaufenthalt, arbeiten gehen dürfen. Aber auch das macht Deutschland nicht mit. Aber durch den nachrangigen Arbeitsmarkt wird natürlich auch, und die Residenzpflicht übrigens, wird diesen Menschen praktisch keine Chance gegeben, eine Arbeit zu finden. Sie bleiben von Sozialleistungen abhängig, und das wird ihnen dann wieder vorgehalten, wenn sie um ein Bleiberecht das beantragen. Und so kann es meiner Meinung nach nicht laufen. Gerade bei den sogenannten Geduldeten führt die Rechtslage und die Praxis immer wieder zu regelrechten Familientragödien. Da müssen Familien, die seit Jahren in Deutschland leben, sich trotz aller Widrigkeiten ein Zuhause geschaffen haben,
dennoch in ständiger Angst leben, mitten in der Nacht von einem Polizeiaufgebot aus den Betten gerissen zu werden und dann 30 Minuten später ihre Sachen zu packen und zum Flughafen geschafft zu werden. Besonders Kinder sind hier traumatisiert durch diese Art und Weise der Abschiebepraxis. Und ich will hier auch ganz deutlich sagen, das findet nicht nur in Regierungs-, also CDU-CSU-Ländern statt und FDP-regierten Ländern, sondern leider auch in SPD-regierten Ländern. Und das ist wirklich ein Skandal. Und deswegen fordert die Linke ein humanitäres Bleiberecht und kein bürokratisches, wie wir es bislang haben. Das Verfassungsgericht hat verboten, dass zum Zweck der Flüchtlingsabschreckung die Menschenwürde unterlaufen wird, das Regime der Schikanen und der systematischen Ausgrenzung gegenüber Flüchtlingen muss jetzt ein für alle Mal beendet werden. Und meine Damen und Herren, kommen wir noch mal zu den Fakten, weil die Presse und die Bundesregierung ja gerne sehr unsachlich über die Zahlen in der Öffentlichkeit spricht. Zweifellos gibt es in diesem Jahr mehr Flüchtlinge. Wir haben im Jahr 2003 knapp 20.000 Flüchtlinge sind nach Deutschland gekommen. 2010 waren es 41.000 und 2011 waren es 45.000. Die Zahlen steigen, aber erstens steigen sie nicht dramatisch, Herr Grindel, und zweitens steigen die Zahlen insgesamt bei den Asylanträgen. Und das hat auch was mit Ihrer Politik zu tun. Dieser leichte Anstieg ist zum Großteil hausgemacht. Nicht, weil Flüchtlinge das Asylrecht missbrauchen, sondern weil der Westen immer mehr Fluchtgründe schafft. Die Herkunftsländer, zum Beispiel der Flüchtlinge, sie kommen aus dem Balkan, aus Afghanistan, aus dem Irak. Das sind Länder, die vom sogenannten Krieg gegen den Terror am stärksten betroffen waren. Ich erinnere an das Gespräch mit den Flüchtlingen vorige Woche, wo ein Flüchtling gesagt hat: Ich bin ein Produkt eurer Politik. Auf unser Land fallen NATO-Bomben. Das gilt übrigens für viele Flüchtlinge. Wo Kriege geführt werden, meine Damen und Herren, da kommen auch Flüchtlinge. Das sind Fluchtursachen, die Sie schaffen, Herr Grindel, mitschaffen. Und die reichen Staaten beuten die sogenannte Dritte Welt aus, halten sie in Armut und Abhängigkeit. Und natürlich kommen Flüchtlinge. Entwicklungshilfe, wir haben es letzte Woche hier im Bundestag diskutiert, wird nicht wie vereinbart weltweit auf 0,7% des Bruttoinlandsprodukts gehandelt hier und abgeschlossen, sondern es ist wieder mal gesenkt worden und unter 0,4% ist Ihre Entwicklungspolitik einfach ein Skandal. Also wundern Sie sich nicht, wenn Flüchtlinge kommen. Sie tragen dazu bei, Fluchtursachen zu schaffen und sie nicht abzustellen. Und das ist auch eine ewige Debatte hier im Haus, wo nichts passiert. Solange Sie Panzer und Maschinenpistolen und eine Rüstungsexportpolitik betreiben, wie wir sie immer wieder in den Zeitungen lesen können, haben Sie kein Recht, Flüchtlinge zu Kriminellen zu erklären. Das ist wirklich ein Skandal, dass das überhaupt hier versucht wird. Ganz nebenbei. In Deutschland ist bei weitem nicht das Land, was am meisten Flüchtlinge aufnimmt. Auf 100.000 Einbürger kommen 65 Flüchtlinge. In Schweden sind es schon 315. Malta, Zypern, Luxemburg, da sind schon 450. Auch Italien und Griechenland nehmen bezogen auf die Bevölkerung mehr Flüchtlinge auf als Deutschland. Das heißt, wer behauptet, das Boot sei voll, redet Unsinn meines Erachtens. Wir werden viel mehr in die Pflicht genommen sein, dass man solidarische Hilfe in Europa organisiert, eine vernünftige Umverteilungspolitik, was die Flüchtlingsprobleme angeht und vor allen Dingen die Ursachen zu bekämpfen. Und meine Damen und Herren, die aktuelle Debatte zum Asylmissbrauch, hier sind schon einige Punkte genannt worden. Das Problem sind nicht die Asylbewerber, wie bestimmte Politiker ganz gezielt Ängste schüren und Vorurteile bestätigt wissen wollen. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Asylbewerberleistungsgesetz sagte der Bundesinnenminister Friedrich,
Das wird dazu führen, dass die Asylbewerberzahlen noch weiter steigen, denn es wird für Wirtschaftsflüchtlinge noch attraktiver, zu uns zu kommen und mit Bargeld wieder abzureisen. Und Ihr Innenminister Schünemann aus Niedersachsen legte noch eins drauf, dass es klarer Asylmissbrauch, ganze Dörfer kommen. Und ich darf Ihnen was verraten, was Ihnen bestimmt nicht gut gefallen wird. Mit diesen Zitaten wird die NPD für den 9. November zu einem Fackelmarsch gegen Asylmissbrauch und benutzt sozusagen diese ihre Stellungnahmen, um wieder das rechte Potenzial zu mobilisieren. Und ich kann dazu nur sagen, die kommen zu einer sachlichen Debatte und hören Sie auf hier mit dieser puren Stimmungsmache, die Sie seit Wochen betreiben. Sie liefern den Neofaschisten damit die Munition für rassistische Hetze. Meine Damen und Herren, was hier anmutet, und da haben schon einige darauf hingewiesen, ist im Grunde genommen eine Neuauflage des Szenarios von 1992. Es werden Ängste geschürt, es wird mit Unterstellungen gearbeitet, es wird gehetzt. Damals brannten am Ende die Wohnheime. Und meine Damen und Herren, wir müssen alles tun, damit das nicht wieder geschieht. Die Linke sagt auch deswegen ganz klar, dass das Asylrecht reformiert werden muss. Da kann ich jetzt keine weiteren Ausführungen zu machen. Frau Beck hat schon gesagt, gerade das Beispiel Roma, ja, sie sind nicht einfach Wirtschaftsflüchtlinge, wie Sie das hier darstellen wollen. Die EU, die UN, der Europarat sprechen von massiver Diskriminierung. Und ich will Sie nur mal daran erinnern, dass zurzeit die Flüchtlinge, die kommen aus dem Balkan, zur Hälfte Kinder sind. Kinder, ja, und ganze Familien. Zum Schluss möchte ich sagen, dass die Anträge der Linken für das Asylbewerberleistungsgesetz und die Residenzpflicht, die Linke mit vorliegenden Anträgen die Konsequenzen aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gezogen hat. Beides gehört sofort abgeschafft. Wir wollen die Würde der Asylsuchenden genauso schützen, wie wir die Würde aller Menschen in der Bundesrepublik schützen wollen. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Ja, eine wichtige Besonderheit, die wir in unseren Anträgen haben, ansonsten werden wir allen zustimmen, wir wollen die Wohnortzuweisung, wir wollen darauf verzichten. Unserer Meinung nach ist es wichtig, für Flüchtlinge Wohnungen und keine Lager zu schaffen. Unserer Meinung nach gilt, es gibt ein Meldegesetz, sie sind erreichbar. Und es ist nicht nötig, dass wir diese Einschränkung brauchen. Ich danke Ihnen. Das Wort hat nun Paul